Der Dekorateur hatte eindeutig einen Kaffee zu viel. In diesem Bild besorgt Captain Unbrauchbar einen Mediamarkt-Gutschein für Nützlich-Boys Geburtstag. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Und dazu noch dieses Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außer... Das kann man sich nicht einmal mehr schön trinken. Das wäre aber ziemlich... Doktor, wann habe ich... Bohnendip. Direkt auf der Toilette serviert. Sehr ökonomisch gedacht. Man sagt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ui, wie nett. Yum. Cornflakes mit Bohnendip. Warum? In der Schale lässt es sich viel besser dippen. Mal gucken, ob sie mit Dip noch besser schmecken. Deliziös! In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar Bohnen in den Ohren. Beides wirkt abführend. Zickzackschere und Bohnendip, das ist... Moment, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Unsinn. Bohnendip steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem welchen bekommen. Die Welt spielt gerne Weihnachtsmann und du ziehst gern am Bart. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Halt! Was tust du da? Ich teste nur eine Theorie. Was denn für eine Theorie? Naja, man sagt doch, dass jedes Böhnchen ein Tönchen gibt. Wenn man gerade nichts Besseres zu sagen hat, ja. Und mein kaputtes Stuhlbein sieht aus wie ein Drumstick. Ergo? Drumstick? Edna, Böhnchen sind doch Blechbläser, keine Percussions. Da fehlt definitiv ein Warnhinweis, dass das Zeug abführend wirkt. Mein Poloschläger ist kein Bohnendip. Eigentlich ist er kaum etwas. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Na, ihr Appetithappen? Es bringt sich Appetithappen. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Ich will nicht gleich alles nehmen. Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Da sind noch genug Becher. Warum können wir die eigentlich nicht aufheben? Psst. Das stelle ich nicht wieder zurück.
Das widerspricht meiner Ganoven-Ehre. Und rein damit in den Pudding. In diesem Bild steckt sich Captain Unbrauchbar heimlich Roastbeef vom Buffet in seine unsichtbare Innentasche. Das ist ein Fall fürs Gesundheitsamt. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen, aber dieses Essen hier scheint mir ein Spielverderber zu sein. Hier gibt es auch keine richtige Alternative zum Stinkdrink. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen, aber dieses... Guck mal, Harvey, Fingerfood. Na super. Oh, sorry. Eigentlich spiele ich's, aber... Die extra krümeligen. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Zusammen ergeben sie ein Frühstück für Übernachtungspartys. Darf auf keiner Party fehlen. Knabberkram. Nein. Aber warum nicht? Zu naheliegend. Die Chips sind zwar fettig, aber zum Trinken sind sie dann doch zu trocken. Bild muss Captain Unbrauchbar eine Tüte Chips essen, ohne dabei Dr. Yo zu wecken. Ich esse lieber keine Chips, bevor die Spurensicherung da war. Ob ich meine eigenen Riffelchips herstellen kann? Wohl nicht. Chips stehen nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem welche bekommen. Das Leben ist ein Pokerspiel und du verteilst die Karten. Wie wäre es mit Cornflake am Stiel? Vergiss es einfach. So, jetzt können die armen Chips endlich wieder atmen. Mein Poloschläger isst keine Chips. Eigentlich isst er kaum etwas. Ich nehme diese Chips mit, okay? Oh, schade. Das geht leider nicht. Die sind doch für die Party. Tja, wirklich schade. Das heißt, Nanu? Was ist denn das? Na, sieh mal an. Du hast dich geirrt. Es geht doch. Was soll das hier eigentlich sein? Das ist selbstgemachtes Bohnendip. Erbsen, Bohnen, Linsen, Pflaumen, Rizinusöl und die geheime Zutat. Geheime Zutat? Abführmittel! Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber.
Überraschung! Huch! Machst du bitte noch das Licht? Mach sie. Auf dem Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Auf dem Bahnsteig darf... Hör mal, das kann man doch noch essen. Mann, also jetzt nicht ich unbedingt. Nein, Pflanzen bekommen ihre Mineralien aus dem Boden. Aber Chips sind aus Kartoffeln. Die kommen auch aus dem Boden. Träum weiter, kleiner Kumpel. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Weißt du, was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich hab alles da. Hier sind Kellerasseln. Dann hab ich Schweinefüße und... Oh, hier, besonders lecker. Ausgefallene Milchzähne. Willst du was? Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug getrunken. Nicht traurig sein. Das kann ja noch kommen. Keine Zeit zum Ausruhen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Stinkdrink, bitte. Ein Stinkdrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Grog, bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er ihn in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu.